Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Evil Within 2. Wir sind immer noch in diesem geheimnisvollen Katakomben unterwegs, ohne so eine richtige Ahnung zu haben, wo wir hier sind, was hier von uns erwartet wird. Ein Kraut. Immer noch. Der Suche nach unserer Frau und nach unserer Tochter, und das erinnert mich total an die Höhle des Sadisten aus dem ersten Teil. Der Sadist, das war der Kettensägen-Kasper, das ist der offizielle Name des Kettensägen-Kaspers. Nur so als Info mal für euch, und das sieht so total Arena-mäßig aus hier, dieses Areal. Und mich nicht überraschen. Anscheinend erwartet uns da oben ein Rätsel mit irgendwelchen Kurbeln. Gehen wir doch mal gucken. Ist jetzt übrigens eine neue Aufnahmesession. Aufnahmesession 2 dieses Spiels. Die erste war Folge 1 bis 13. Die zweite war Folge 14 bis 33. Ja, den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Hat mich aber auch sehr gefesselt. Jetzt sind wir in Aufnahmesession 3. Und gucken einfach mal. Wie es hier weitergeht. Guck mal da. Muss da einen Schlüssel abholen. Wartet mal. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Haha. Wir werden definitiv nicht alle Schlüssel finden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, um bei der aktuellen Thematik zu bleiben. Aber ich bin trotzdem über jeden Schlüssel dankbar. Irgendwann werde ich diese Spiele vielleicht mal im New Game Plus spielen, so für mich alleine. Ich weiß gar nicht, ob ich dann den Schwierigkeitsgrad hochstellen kann oder ob ich wieder auf dem spielen muss, auf dem ich es durchgespielt habe. Auf jeden Fall habe ich dann was von den ganzen Skills und allem, die ich freigeschaltet habe. Und dann passt das schon. So, wir haben hier... vier Kurbeln. Rein der Logik nach sollten die beiden mittleren hier überhaupt nichts bringen. Deswegen fange ich einfach mal... ganz links an. Was ist denn das tiefere Ziel hier? War es so rum richtig oder andersrum? Haben wir das Symbol hier irgendwo nochmal zum Spicken? Da. Da ist es ja. Moment. Das ist nur hin und her? Die haben alle nur zwei Einstellungen, wirklich? Ist ja nervig. Na gut, dann wird es wohl so sein. So, das war ja ganz oben, da brauche ich nicht anfassen jetzt.
So, das wäre jetzt schon mal richtig. Das hat ja auch nur zwei Einstellungen, ne? Ich will es nur kurz ausprobieren. So viel bedeutet, wieso ist das schon mal richtig? Frage ist, wieso geht das jetzt auf einmal? Jetzt hat es auf einmal zwei Einstellungen. Was ist denn das hier? Alter, jetzt steige ich gar nicht mehr durch. Auf einmal kann ich das. Warum kann ich das auf einmal so drehen? Warum geht das? Und warum ging das eben nicht? Ist die viel wichtigere Frage, weil so ist ja logisch, ne? Weiter drehen, das muss genau andersrum. So. So, jetzt haben wir's. Okay, das war ein härteres Stück Arbeit, als es hätte sein müssen, weil die Steuerung am Anfang nicht funktioniert hat. Ich versuche auch nicht, mich rauszureden. Ihr habt ja gesehen, er hat ständig hin und her gedreht, statt einfach weiterzudrehen. Deswegen dachte ich schon, es ist denn das für ein komisches Rätsel. Aber dann ging es auf einmal doch. Ich weiß es nicht. War alles sehr seltsam. Dann hetzen wir mal wieder runter und erforschen diesen seltsamen Ort weiter. Natürlich immer in der Hoffnung, ein bisschen grünes Gel zu finden. Mir fällt jetzt erst auf, dass diese Statue Gedärme in der Hand hat. Das ist eine Statue von Myra, oder? Könnte auch Ruvik sein, aber... Und warum sieht Myra eigentlich aus wie Ruvik? Was ist da der tiefere Sinn hinter? Was soll das? Warum gefällt mir das nicht? Warum gefällt mir das gerade überhaupt nicht? Oh Gott, so viele Tote. Oh Gott, so viele Tote. Sebastian Castellanos, endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Heißt das, Kettensägen-Barbie kommt gleich wieder? Wer sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex. Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben Sie das. So gehen Sie mit jeder Herausforderung in Ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung.
Und sehen Sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die Sie selbst erschaffen. Nehmen Sie die Waffe runter. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste noch einmal Ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es Ihnen ja sagen. Aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Oh nö. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren Sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Okay, das war widerlich. Schüsse? Wieso Schüsse? Hä? Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Aber so viel Munition habe ich tatsächlich gar nicht. Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Konzentrier dich aufs Überleben. Mistblei, du hässlicher Mistkerl! Ich glaube, wir machen das nochmal. Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Das Schöne ist, die droppen Munition. Bedauerlicherweise hauptsächlich für die Pistole. Schießpulver droppen die auch. Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Nicht gut. Mistblei, du hässlicher Mistkerl. Musst du unbedingt da mittendrin stehen? Sorry. Kopfschuss, verbraucht weniger Munition. Mist, die sind überall. Die dürfen sich nicht zusammenrotten.
Aber was genau ist hier eigentlich gerade los? Scheiße, das nimmt ja überhaupt kein Ende. Wer ist die Frau? Danke, du aber auch. Ja, ich bin gerade ein bisschen still, ich weiß. Hey, würdest du mir hier mal helfen? Scheiße. Wie viele von denen kommen noch? Hey, was zur Hölle ist das für ein Lärm? Scheiße! Vorsicht! Boah, was sind das für Dinger? Egal, löschen sie einfach! Ich finde das gerade alles andere als angenehm hier. Friss Leib, hässlicher Mistkerl! Ich glaube, das sind die letzten. Glaubst du, ja? Okay, ich glaube, deine Lebensenergie hat noch mehr gelitten als meine. Los, wir müssen weiter. Hier lang. Davon weiß ich immer noch nicht, wer das ist. Erst habe ich ja gedacht, es wäre Yukiko, aber... Wenn es Yukiko wäre, dann hätte er sie ja erkannt und entsprechend angesprochen. Ein bisschen Schrotmunition, Gott sei Dank. Das fand ich gerade relativ stressig. So, erstmal gucken. Wo sind wir denn überhaupt? Im Union-Landschaftsschutzgebiet. Und können aus irgendeinem Grund uns die anderen Gebiete auch nicht mehr anzeigen lassen. Oh Gott. Müssen wir uns da jetzt wirklich erst durchkämpfen, durch dieses ganze Gebiet? Das wird doch ein Spaß. So Belagerungssituationen hasse ich, das... Habe ich damals in Resident Evil 4 schon gehasst und in Resident Evil 5 war es nicht besser. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. In der Nähe nennst du das. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Torres. Sagt uns der Name irgendwas? Okay, ich glaube, munitionstechnisch sind wir erstmal ganz gut aufgestellt. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du, also... Moment, warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist? Ich habe keine Ahnung, was sie gerade macht. Ich kann sie nämlich nicht sehen. Ich suche hier gerade die nähere Umgebung. Nach Statuen und ähnlichem. Mit Kräutern wäre ich auch ganz zufrieden. So, und eine ganz wichtige Frage, die ich jetzt an dieser Stelle natürlich mal stellen muss, ist...
Wer zur Hölle ist eigentlich Pater Theodor? Wo kommt der jetzt auf einmal her? Wieso haben wir bisher nichts von dem gehört? Und warum erzählt Sebastian niemandem was davon? Und jetzt habe ich Torres verloren. Na, läuft ja, ne? Egal, ich schaffe das auch alleine. Hallo? Ah, da unten ist Torres. Ist aber nett, dass sie auf uns wartet. Ist auch nett, dass sie anscheinend nicht sterben kann. Na, wenn ihre Lebensenergie am Ende ist, dann liegt sie auf dem Boden und wir müssen sie heilen und wieder aufheben. Besser, als wenn wir sie tatsächlich babysitten müssten. So. Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Warte mal. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Oh, natürlich nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Genau. Hier drüben. Das war jetzt echt ein blöder Kommentar. Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich helfen. Schieb den Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Na toll. Eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch nicht. Außerdem hat man die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber das hat echt lange gedauert, bis er geschaltet hat, dass Myra zu Mobius gehört. Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erstmal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Hier geht's wieder nur mit Teamwork weiter, oder? Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Klar, natürlich. Also meinte Kidman gar nicht Myra, als sie sagte, jemand hilft uns drin. Sie meinte Torres. Sehe ich das richtig? Alles gut, ich hab dich. Ja, ja, alles okay. Aber was ist mit Myra passiert? Wieso ist sie so, wie sie ist? Hey, willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Ehrlich gesagt. Mit einer Hand ist schon ziemlich beeindruckend. Weil da hängt einiges an Gewicht dran, wenn man sich den guten Castellano da anguckt. Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodor. Theodor? Theodor? Pater Theodor? Pater Theodor. Ich nenne ihn einfach Theodor Wallace. Kennst du ihn? Warte doch mal. Richtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen?
Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Slam kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? Tja, was ganz einfach ist... Oh nein. Ist jetzt zu sagen, das war The Evil Within 2 für heute. Danke fürs Zuschauen und bis dann.